Das ist natürlich Käse. Schnappt euch den Förster, der erklärt euch, welchen Baum ihr wann zu fällen habt, wie das alles genau funktioniert. Er markiert euch unter Umständen sogar die Bäume, die gefällt werden wollen, sollen, wenn eine Hiebmaßnahme ansteht. Er sagt euch auch, dass ihr jetzt 20 Jahre lang überhaupt nichts tun braucht. Das gibt es auch immer mal wieder zwischendrin. So ganz grob läuft es so ab. Unter Umständen pflanzt ihr Bäume, wenn nicht, habt ihr Naturverjüngung. Besser wäre es natürlich, wenn ihr Naturverjüngung habt, also Bäume, die von alleine ohnehin schon wachsen. Unter Umständen müsst ihr ein paar, werdet ihr wahrscheinlich pflanzen müssen. Dann müsst ihr vielleicht in den ersten 10 Jahren ein- oder zweimal vorbeikommen, um die unter Umständen ein bisschen freizuschneiden von irgendwelchem Unkraut, was sie zu sehr bedrängt. Vielleicht irgendwelche Brombeeren, die drumherum gewachsen sind, weil zu viel Licht auf den Boden kommt. Danach ist dann erstmal 10 bis 20 Jahre gar nichts. Da müsst ihr überhaupt nichts tun. Dann habt ihr so einen Haufen Stangen in eurem Wald stehen, also so dünne Stängchen, die dann schon relativ hoch sind und davon sehr, 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 sehr viele. Das können dann ein paar tausend pro Hektar sein, wenn es dumm läuft. Und da müsst ihr dann langsam anfangen, quasi erste Bäume rauszupicken, die ihr besonders bevorzugen wollt. Und um diese Bäume, die besonders schön sind, also besonders gerader Stamm, besonders schön gewachsen und so weiter und so fort, um die drumherum entnehmt ihr dann so alle 5 bis 10 Jahre 1 bis 2 sogenannte Bedränger. Das wäre jetzt ein mögliches Vorgehen. Es gibt noch viele andere Alternativen, aber das wäre ein mögliches Vorgehen. Sprich, irgendwelche Bäume, die nebendran stehen und nicht sonderlich schön gewachsen sind und halt eben den Baum, der schön gewachsen ist, den wir bis ins hohe Alter durchkriegen wollen, bedrängen. Die wachsen da so ganz nah in der Nähe und gehen dem auf den Nerven. Der kriegt kein Licht, der hat keinen Platz, der kann nicht wachsen, die müssen weg. Das macht man halt dann über einen gewissen Zeitraum alle 10 Jahre, so alle 5 bis 10 Jahre ungefähr so, 1 bis 2 Eingriffe pro Jahrzehnt, bis die Bäume halt irgendwann dick geworden sind und man insgesamt auf dem ganzen Grundstück, den ganzen einen Hektar, nur noch so 100 bis 80 Bäumchen stehen hat. Wir sprechen jetzt hier zum Beispiel von Nadelbäumen, meinetwegen Douglasie, kann man auch mit Buche genauso machen, funktioniert auch. Geht auch bis zu einem gewissen Grad irgendwo auch so ansatzweise mit Eiche. Da muss man wieder so ein paar andere Dinge beachten. Es ist alles nicht so einfach, wie ich sage, aber damit ihr so ganz grob wisst, wie es funktioniert. Und irgendwann sind die Bäume dann halt so vereinzelt und so dick, beziehungsweise so umlichtete Krone, dass ihr dann gar nicht mehr viel tun müsst. Dann müssen sie nur noch wachsen. Da habt ihr überhaupt nichts mehr zu tun. Dann könnt ihr 10, 20, 30, 40 Jahre lang Pause machen und müsst in eurem Wald überhaupt nichts tun. Der wächst dann von alleine. Die Bäume stehen schon separiert da. Sie haben genug Platz um die Krone rum und können wunderbar zuwachsen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist hin und wieder mal im Wald vorbeikommen und schauen, ob alles in Ordnung ist. Und könnt da euch unter eure dicken Buchen, die in den Himmel wachsen und immer dicker werden und immer schöner werden, drunter hocken und einen gemütlichen Buch lesen oder sonst irgendwas tun. Und dann im Fall von Buche sind 100 Jahre gar nicht mal so schlecht, könnt ihr dann mal auf die Idee kommen, dass ihr jetzt mal so langsam anfangt, die ersten Buchen mal zu fällen. Mal jetzt so, sagen wir mal, auch wieder zweimal pro Jahrzehnt ungefähr. Jedes Mal kommen und vielleicht 6 bis 10 Buchen mitnehmen an Stellen, wo halt vielleicht auch schon die ein oder andere kleine Buche drunter steht, und dann nimmt man halt die oben drüber raus, dann kann die da unten richtig loslegen und hochwachsen. Die ist dann schon quasi 5 bis 10 Jahre älter, bis man vielleicht eine andere Buche nebendran entnimmt und lichtet dann so quasi nach und nach auf. Das heißt, die Sachen unten drunter haben also immer Platz, immer wieder so 5 bis 10 Jahre, um dann noch ein bisschen höher zu werden. Und wenn man dann irgendwann sämtliche Altbäume entnommen hat, ist alles, was unten drunter ist, so stufenweise immer wieder ein bisschen höher geworden und es hört nicht auf, ein Wald zu sein. Sprich, es stehen immer Bäume da, die man als Bäume bezeichnen kann, so im Idealfall. Und man hat immer einen Wald eben dastehen. Vielleicht entscheidet man sich auch noch ein paar ältere, dicke Bäume stehen zu lassen, auch als Kapitalanlage. Wenn zum Beispiel eben irgendeine Tochter heiratet und eine teure Hochzeit haben möchte, dann kann man sagen, ich habe da ja noch diese 10 Buchen rumstehen. Dann fäll ich die jetzt und verkaufe die und dann habe ich genug Geld, um Tochter eine Hochzeit zu finanzieren oder zumindest anteilig, je nachdem, was für eine Hochzeit die haben möchte. So läuft dann so ungefähr in der Praxis, kann das so ablaufen. Das ist nur, wie gesagt, eine Möglichkeit von vielen und nur ganz grob erklärt.
Es hängt von der Baumart ab, es hängt vom Standort ab, es hängt von ab, was man überhaupt dem Markt anbieten möchte. Möchte man wenige dicke Bäume anbieten, die dann eben als Nutzholz verwendet werden können, Bretter, oder will man lieber viele dünne Bäume anbieten, zum Beispiel zur Papierherstellung. Je nachdem, wo man wohnt, wenn jetzt zum Beispiel das Papierwerk gerade 5 Kilometer um die Ecke ist, wäre bei mir fast der Fall, mehr oder weniger, ist es unter Umständen gar nicht so blöd, wenn man eher mehr auf Papierholzproduktion setzt als auf Wertholzproduktion. Wenn man nämlich das Holz dann ewig weit fahren muss, erst bis es im Sägewerk ankommt, das mit solchen dicken Buchen was anfangen kann, um daraus Buchenfurnier zu machen zum Beispiel, ist das dann schon wieder nicht mehr so wirtschaftlich. Man hat als Privatwaldbesitzer, der nur sehr wenig Wald hat, unendlich viel Zeit, sich über solche Dinge Gedanken zu machen. Und das würde ich euch, wenn ihr euch dann einen Wald zulegt, auch definitiv empfehlen. Gut, das sind so die allgemeinen Überlegungen. Jetzt gibt es noch so ein paar finanzmathematische Überlegungen. Ganz grob kann man sagen, wenn man jetzt hier einen Fichtenwald hätte. Fichtenwald ist immer das Standardrechenbeispiel in der Forstwissenschaft, weil man mit dem so gut rechnen kann. Und da pflanzt man junge Fichten. Das kostet, sagen wir mal, 4.000 Euro oder was auf eben diesem Hektar, wenn man sehr viele pflanzt. Man möchte halt einfach gerne viele haben. Heutzutage pflanzt man in der Regel weniger, aber jetzt sagen wir einfach mal, das kostet 4.000 Euro. Dann hat man jetzt das Problem, dass diese Fichten, man will sie 100 Jahre stehen lassen. Das sind einfach so Rechenbeispiele eben. 100 Jahre ist für Fichte eigentlich schon relativ lang, aber man kann damit gut rechnen. Man will sie jetzt 100 Jahre stehen lassen und hat jetzt vor 100 Jahren, also erst in 100 Jahren kriegt man das dicke Geld. Und jetzt investiert man jetzt 4.000 Euro, die man ja dann weg hat, um da halt eben diese Fichten zu pflanzen, von denen man erst richtig viel Geld in 100 Jahren sieht. Das ist jetzt was, wo Sie wirklich dran denken müsst. Es ist nicht so, dass Sie einfach nur in 100 Jahren dann für nix und wieder nix plötzlich... lass mal denken, wir haben dann, sagen wir mal, wir hätten dann 500 Festmeter da stehen, ist ein sehr wüchsiger Bestand, pro Festmeter kriegt ihr 100 Euro, 500 mal 100 sind 50.000, ne? Wären also dann 50.000 Euro, die da rumstehen, das ist ja schon viel Geld. Und da kommen noch diverse andere Entnahmen dazu, weil ihr zwischendurch, während eure Fichten wachsen, bis die 100 Jahre alt sind, ja zwischendrin noch einzelne Fichten entnehmt. Ihr durchforstet ja auch noch zwischendurch. Und auch dieses Holz könnt ihr natürlich verkaufen, nehmt dann zwischendurch nochmal Geld ein. Also insgesamt habt ihr vielleicht Einnahmen von 60.000, 65.000 Euro, vielleicht auch 70.000 Euro mit eurem einen Hektar Wald. Kann man schon so ungefähr... Könnte funktionieren. Das Doofe ist jetzt nur, nehmen wir jetzt mal nochmal eure 4.000 Euro, die ihr ganz am Anfang ausgegeben habt, um euren Wald überhaupt anzulegen. Alternativ hättet ihr diese 4.000 Euro auch auf euer auf irgendein Bankkonto packen können, irgendwelche Staatsanleihen oder was auch immer, und hättet, sagen wir mal, 1,5% Zinsen bekommen. Jetzt rechnet mal aus, was 1,5% Zinsen auf 4.000 Euro über 100 Jahre sind. Viel. Soll heißen, diese 4.000 Euro, die ihr jetzt investiert und erst in 100 Jahren davon was rausbekommt, also es gibt noch diese Zwischenzahlungen eben durch die Durchforstung, sind dann eigentlich teurer, als sie eigentlich sind. Das kann man dann richtig schön hochrechnen. Ich habe jetzt leider die entsprechende Tabelle und die entsprechenden Zahlenbeispiele nicht dabei. Faktor 5 oder irgendwas über 100 Jahre. Das ist keine Seltenheit, weil einem eben die Zinsen entgehen. Man muss also quasi die Verzinsung einer jetzt gemachten Kapitalanlage bei erst spät eintreffenden Auszahlungen, bei sowas immer mit einrechnen. Das ist ganz wichtig. Man darf nicht denken, ha, ich investiere jetzt 4.000 und kriege 50.000, 60.000 raus. Das ist einfach zu kurzfristig gedacht. Das funktioniert nicht über diese enorm langen Zeiträume. Und was man dann über diese enorm langen Zeiträume auch mit einberechnen muss, jetzt mögen 50.000 bis 60.000 Euro so richtig viel Geld sein, aber in 100 Jahren gab es 100 Jahre lang Inflation. In 100 Jahren sind 50 bis 60 Euro vielleicht erheblich weniger wert. Es gibt da einen Rechenfaktor, den man dann da einkalkulieren kann, der so eine durchschnittliche Inflation voraussetzt. Und um die Sache kurz zu machen, mit den einzelnen Zahlungen, die noch zwischendrin sind, also sprich die paar Erlöse durch die Durchforstung, es gibt auch zwischendrin nochmal Ausgaben, weil man zwischendrin nochmal im Wald arbeiten muss, nochmal das eine oder andere verbessern,
natürlich kostet es ja auch Geld, die ersten Durchforstungen zu machen, wenn man das zum Beispiel machen lässt. Wenn man alles selber macht, muss man ja nichts zahlen. Aber in der normalen Forstwirtschaft wird davon ausgegangen, dass man das machen lässt. Ergo, man muss jemanden dafür bezahlen, der das macht. Und der kostet Geld. Und das geht einem dann wieder verloren. Und da die Sachen, die keinen Gewinn bringen, auch wieder relativ früh auf dem Zeitstrahl stattfinden, sind das wieder Kosten, sagen wir mal 1000 Euro für eben Pflegemaßnahmen, die man dann über die weiteren 80 Jahre, die der Wald noch braucht, bis man ihn ernten kann, auch wieder verzinsen muss. Also man zahlt jetzt die 1000, die sind in 80 Jahren mit Faktor 3,5 oder was zu verrechnen und sind dann quasi 3500 Euro plus eben wieder die Sache mit der Inflation, dass dann eben dieser Wert, der da am Ende dasteht, nicht mehr der Wert ist, in Kaufkraft gesehen, der er mal war, als man das Ganze geplant hatte. Ja, jetzt bin ich irgendwo zwischendrin ein bisschen abgerutscht von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Ich wollte euch erzählen, was dann im Endeffekt rauskommt. Also so ein Waldbeispiel hat dann im Endeffekt pro Hektar, wenn man eben inflationsbereinigt plus eben die ganze Verzinsung mit einrechnet, die Opportunitätskosten und so weiter und so fort, macht man da letztendlich einen Gewinn zu Alternativen, das Geld nämlich einfach auf die Bank bringen, alles was man investiert hat, einfach auf die Bank bringen, der dann 8.000 bis 10.000 Euro oder was beträgt, aus jetziger Sicht gesehen, dann also jetzt quasi mit der Kaufkraft von heute, also 8 bis 10 heutige Euros. Ganz grob, je nach Rechenbeispiel variabel, es kann auch mal deutlich noch mal ein bisschen deutlich mehr sein. Es wird im Privatwald definitiv mehr sein, weil ihr die ganzen Arbeiten ja selber macht. Und unter Umständen habt ihr auch Naturverjüngung, weshalb sich eure Kulturkosten drastisch reduzieren und keine 4.000, sondern vielleicht nur 1.000 Euro sind oder sogar noch weniger. Dann spart ihr extrem viel Geld und dann könnt ihr am Endeffekt auch viel, 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 viel mehr verdienen. Aber es sind halt eben nicht die 60.000 bis 70.000, wenn es ganz, 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 ganz gut läuft, die euer Wald, wenn er am Ende dasteht, wert ist. Das ist es niemals. Es ist erheblich weniger. Es ist deutlich weniger als die Hälfte normalerweise. Macht euch das klar. Und dann kommt noch erschwerend dazu, dass halt eben die ersten Auszahlungen, die ersten Mal, dass ihr wirklich Geld aus eurem Wald rausbekommt, auch so 40, 50 Jahre dauern werden. Es kommt auch wieder so ein bisschen auf den Markt, auf die Verwartungssituation an. Wenn ihr einen jungen Fichtenwald habt zum Beispiel, könnt ihr auch einzelne Fichten schon als Weihnachtsbaum verhökern. Da ist selbst die Jungwuchspflege, nennt man das dann, auch schon was, was euch unter Umständen Geld einbringt. Ist natürlich schön, aber ändert nichts dran, dass letztendlich wahrscheinlich eure Enkel oder eben eure Söhne, je nachdem wie alt ihr jetzt seid, oder Töchter natürlich auch, erst was vom Wald haben werden, also erst so richtig, richtig, richtig Geld. Wald kaufen rechnet sich also dann definitiv, weil ihr müsst ja dann quasi die Investition, die ihr jetzt tätigt, jetzt 40.000 Euro für den einen Hektar Wald, dann ja auch verzinsen, bis quasi in alle Ewigkeit. Dann könntet ihr quasi auch über die gesamte andere Zeit, über mehrere Umtriebszeiten eures Waldes, mehrere hundert Jahre quasi euer Geld auf der Bank anlegen und müsstet das als Alternative betrachten dazu, dass ihr euch einen Wald kauft. Dann braucht es so ein bis, also mindestens eine Umtriebszeit, um überhaupt eure Kosten zu decken. 1 bis 1,5 Umtriebszeiten, es können auch 2 Umtriebszeiten sein, dann haben erst eure Urenkel letztendlich einen Gewinn davon, dass ihr Wald gekauft habt. Wald ist also finanziell dann rentabel, wenn man wirklich so viel davon hat, dass man von den laufenden Entnahmen aus dem Wald schon dann von leben kann, dann geht's auch wieder, weil man eben mit der jährlichen Menge Holz, ich habe es euch ja erklärt, dieses eine Quadrat von den 100, dass man davon von schon leben kann, dann lohnt sich's, einen Wald zu haben. Dann kann man ihn auch kaufen und eben investieren in seine Familie, in Anführungszeichen, dass seine Urenkel immer noch einen Wald haben werden. Und jetzt muss man natürlich noch überlegen, lohnt sich das wegen Klimawandel, wegen Zerstörung der Natur? Sind die Zukunftsaussichten so rosig, dass man für seine Urenkel jetzt was investieren möchte? Das muss jeder selber wissen. Okay, das ist jetzt alles ziemlich viel gewesen. Wer jetzt mag und vielleicht noch unter Umständen ein ganz kleines bisschen aufpassen kann, dem erkläre ich vielleicht, wenn ihr Bock habt, auch noch die Formel dazu. Wird der ein oder andere vielleicht nicht unbedingt verstehen und ich tue mich mit dem Ding selber immer mal wieder ein bisschen schwer. Ich versuche es mir dann immer mal wieder ins Gedächtnis zu rufen und mir noch mal ein bisschen drüber Gedanken zu machen, damit ich das Ding nicht völlig vergesse. Es handelt sich um Forst BWL.
Forst-Finanzmathematik, wenn man so möchte. Es ist eine ziemlich alte Formel, die heute aber immer noch recht gut anwendbar ist und es gibt keine wirklich aktuellen, richtig, richtig guten Alternativen. Deshalb ist das Ding durchaus noch relevant. Ist über 100 Jahre alt von einem gewissen Herrn Faustmann. Der entsprechende Zettel dazu, den ich jetzt hier hochhebe, der ist von meinem Professor Moog von der Technischen Universität München. Und ich hoffe, Herr Moog hat nichts dagegen, wenn ich den verwende. Er hat mal in irgendeiner Vorlesung gesagt, dass ihn das alles nicht so sehr interessiert, ob seine Vorlesungsunterlagen öffentlich einsehbar sind oder nicht. Den findet man so im Internet, kann man ja googeln. Also hoffe ich, dass Sie nichts dagegen haben, Herr Moog, wenn ich das kurz in die Kamera halte und versuche, in meinem bescheidenen Verständnis von Forst BWL so einigermaßen zu erklären, worum es da geht, wenn es völliger Blödsinn ist. Sie dürfen mir gerne einen YouTube-Kommentar hinterlassen. Ich würde mich wegschmeißen, aber gut, gehen wir davon aus, dass das Herr Moog nicht tun wird. Das ist also die Bodenertragswertformel, auch Faustmann-Formel genannt. Die besteht aus den Komponenten eben dem eigentlichen Bodenertragswert. Das ist dieses B hier ganz am Anfang. Das ist quasi eine ewig periodische Rente, also ein Geld, das man bis in alle Ewigkeit dadurch bekommt, dass man eben ein Stück Boden besitzt und man kann mit dieser Formel dann ausrechnen, wie viel Geld das quasi ist, mit dem man bis in alle Ewigkeit rechnen kann. Das ist für betriebswirtschaftliche Planungen und so weiter immer relativ gut, wenn man eben weiß, wie viel Geld man von seinem Stück Boden bis in alle Ewigkeit bekommt. Der Förster denkt immer langfristig, ich sag's ja, bis in alle Ewigkeit. Ne? A ist hier der Nettoabtriebswert des Bestandes, sprich man fällt sämtliche Bäume und bekommt dann eben die, keine Ahnung, 40.000 Euro oder was der Bestand jetzt wert ist, nur mal so als Beispiel. Dann haben wir hier die aufsummierten Zahlungen, die dann auch jeweils verzinst werden. Ich habe das ja eben erklärt, je früher eine Zahlung kommt, desto besser für einen, also je früher eine Einnahme ist, desto weniger Geld verliert man bei dieser Einnahme durch die Inflation. Wenn man die Einnahme erst sehr spät bekommt, das ist alles spiegelverkehrt auf der Kamera. Also das sind jetzt die frühen Einnahmen, die sind eben viel wert. Späte Einnahmen sind wenig wert, weil die dann so spät erfolgen, dass da schon jede Menge Inflation bis zu diesem Zeitpunkt, das können jetzt so 70 Jahre sein bis zu dem letzten Ding, da hat man halt jede Menge Geld durch die Inflation einfach verloren. Deshalb, je früher man was einnimmt, desto besser. Aber das Problem ist, im Wald nimmt man halt eben erst spät was ein, wenn die Bäume dick sind, nicht früh, wenn die Bäume dünn sind. Das heißt, man hat hier unten sogar noch irgendwelche Kosten, die sind hier also auch noch mit drin, weil man die Bäume noch ein bisschen pflegen möchte, ohne direkt sofort irgendeine Einnahme im Vergleich dazu zu bekommen. Die werden dann über einen langen Zeitraum eben aufgezinst. Und ganz hier am Schluss sind nochmal die Kulturkosten eben separat aufgerechnet, weil die über den gesamten Zeitraum verzinst werden müssen, über die komplette Umtriebszeit und halt auch sich irgendwie nicht mehr mildern lassen und so weiter und so fort. Es gibt noch eine Konstante, nämlich die Verwaltungskosten, die man für seinen gesamten Betrieb hat, weil so ein Betrieb ja Fixkosten eben hat. Keine Ahnung, die Sekretärin zum Beispiel. Die anteiligen Kosten der Sekretärin wären jetzt in diesem V enthalten. Das kann man aber, da es eine Konstante ist, in der Rechnung eigentlich quasi rauslassen. Da geht dann nur um das Endergebnis. Und hier unten drunter haben wir halt diesen wesentlichen Faktor, der da lautet Rentenbarwertfaktor für eine U-jährige nachschüssige ewige Rente. Das ist halt eben diese ganzen Überlegungen mit dem Opportunitätskosten drin, soll heißen, man kann alternativ sein Geld auf der Bank anlegen, kriegt man da nicht unter Umständen mehr für diese Inflationsgedanke und so weiter und so fort, das ist da alles drin. Das kann ich euch jetzt so exakt im Moment spontan nicht wiedergeben und schon gar nicht so, dass ihr es einigermaßen verstehen würdet. Deshalb lasse ich es jetzt sein. Ihr habt das Ding mal gesehen. Ich will nur darauf hinaus, dass Forstmathematik euch unter Umständen ein ganz kleines bisschen kompliziert sein kann. Und so funktioniert das dann beispielsweise betriebswirtschaftlich gesehen den Wert eines Waldes festzustellen. Es gibt noch 8 Millionen Einflussfaktoren, die da noch eine Rolle spielen. Die Wahl der Baumart, die Wahl der korrekten Umtriebszeit aus BWL-technischen Gründen und aus forstwissenschaftlichen, waldwachstumstechnischen Gründen. Dann gibt es noch andere Faktoren, die da auch wieder eine Rolle spielen und. Man kann das ein paar Jahre lang studieren, dieses Fach. Ja. Ich glaube, das war jetzt genug zu diesem Thema. Jetzt wisst ihr in aller Ausführlichkeit, was es damit auf sich hat, wenn man Waldbesitzer ist, was man dann alles beachten kann, möchte, muss, soll. Sagen wir soll. Soll ist, glaube ich, ganz gut. Muss geht schon wieder zu weit. Man kann das auch relativ simpel handhaben und einfach den Förster holen und der sagt einem, fällt das, und ruf mich in 10 Jahren nochmal an.
Geht auch. Gut, ich hoffe, ihr seid jetzt einigermaßen schlauer und ich habe euch ein bisschen was Neues erzählt. Ich denke, das sollte genügen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.